unserem heutigen Lüne-Postierschicksal der Woche. Doch, es wird gleich ernst. So, komm mal her, jetzt bist du fröhlich. Dass das Leben eines Tieres manchen Menschen wenig bis gar nichts wert ist, zeigt der aktuelle Fall. Obwohl es der französischen Bulldogge Knut wieder recht gut geht, so hat der kleine Mann noch einiges zu überstehen. Ja? Warum er ausgesetzt wurde, ja? Das können wir nur vermuten. Ja? Und wenn Sie sich seine Augen anschauen, ja, ich hoffe, das kann man jetzt gleich gut erkennen. Kann man das gut erkennen? Seine Augen müssen operiert werden. Das wird Ende September passieren. Und nicht nur das kann der Grund sein, warum sein Besitzer oder seine Besitzerin sich von ihrem Vierbeiner trennen wollte, weil das sind natürlich Kosten, Tierarztkosten, die natürlich nicht gerade niedrig sind. Das wird schon einiges kosten, aber das ist noch gar nicht alles. Ja? Knut, der hat auch, Knut muss auch an den Hoden operiert werden, weil ein Hode ist in die Bauchhöhle gerutscht, hat man mir erzählt. Und aus diesem Grund muss er demnächst kastriert werden. Das alles muss das Lüneburger Tierheim zahlen. Und der Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin wusste das wahrscheinlich, man hat es ihr schon erzählt, vielleicht hat sie doch schon untersuchen lassen. Und vielleicht waren die Kosten zu hoch und dann ist es doch einfacher, den Hund auszusetzen, genau dort, wo sehr viele Menschen mit Hunden sind. Der Lüneburger Kurpark ist sehr beliebt dafür. Komm mal her! Komm her, mein kleiner Mann! Ja? Denn da wird er schnell gefunden und kann natürlich schnell ins rettende Tierheim gebracht werden. Liebe französische Bulldoggen-Fans, Kamera wird mir gleich folgen, weil ich glaube, der kleine Mann hat jetzt nicht mehr allzu viel Lust. Liebe Hundeliebhaber, speziell französische Bulldoggen-Freunde sind aufgerufen, wenn Sie sich für Knuti Baby, das kleine Kraftpaket auf vier Beinen, interessieren, der äußerst freundlich ist, liebevoll, wie die Bulldoggen eben so sind, ja? Dann kommen Sie her ins Lüneburger Tierheim und lernen Sie ihn kennen. Wenn Sie sich für ihn entscheiden, dann müssen Sie wissen, dass am 30.09. werden diese Operation vollzogen werden und der Heilungsprozess wird ein bisschen dauern. Aber das hervorragende Tierarztteam macht das nicht zum ersten Mal. Und von daher können Sie sich darauf verlassen, dass nach der OP Sie der Kleine, in die Augen des kleinen Knut, wieder ganz hervorragend aus. Und in diesem Sinne und mit diesen liebevollen Nachrichten, ja, verabschieden wir beide uns, okay? Und ich hoffe, du findest ganz schnell einen ganz, ganz, ganz lieben Menschen. Ein Herz hast du schon gewonnen, aber ich hab doch schon Hunde. Oh. Gut, wir verabschieden uns.